So, jetzt habe ich es zum Laufen bekommen, einigermaßen. Noch nicht perfekt. Weil das Bild ist noch zu klein, weil das ist ja für Super Nintendo Größe. Aber ich glaube, so sollte es hinkommen. Ja, so, jetzt mal ganz kurz nochmal einmal auf Twitter gehen und da nochmal sagen, dass es jetzt aber funktioniert. Ja, was ich hier mache, also moin, moin, Prost. Ich spiele immer wieder ein Fighting Game. Ich meine, Wasserflaschen, die brauchen wir da auch nicht stehen haben. Ich spiele ja regelmäßig, Mann. Regelmäßig. Ich habe jetzt 3 Monate lang nicht gestreamt. Weil wegen Kind und so. Aber. Ich will jetzt wieder ein bisschen mehr damit anfangen und wenn das Kind schläft, so jetzt gerade, dann sollte das auch möglich sein. Und Arno und ich, wir haben in unserem Podcast The Dirty Minutes Left so eine Art Challenge, ist es nicht, sondern wir haben beide dieses Evercade-System und suchen uns immer regelmäßig Spiele aus, die wir dann spielen. Also jede Woche mal ein anderes Spiel, so ein bisschen, damit wir vorankommen mit den Spielen, die dort drauf sind und alle mal wenigstens anspielen. Und diese Woche haben wir uns ausgesucht, tatsächlich, hat Anne sich ausgesucht, Clay Fighter. Was ein Fighting Game ist und deswegen habe ich gedacht, streame ich das mal. Ich spiele das Ganze mit dem Evercade VS. Ich habe hier die, was ist das, Founders Edition, Limited Edition. Mit den schwarzen Controllern. So, es gibt verschiedene. Ich meine, ich hätte Clayfair das auch schon mal gespielt. Ah, ihr seht das ganze Bild nicht, ne? Wo habe ich jetzt die Tastatur hingelegt? Ah, guck mal, da können wir mal ganz kurz mal runterziehen, ein bisschen. So. Hadouken. Oder so. Ja, ich bin jetzt nicht gut in diesem Spiel, weil ich weiß jetzt nicht, ob ich das letzte Mal schon mal gestreamt habe. Auf jeden Fall habe ich Balls letztens irgendwann gespielt. Das war letztens vor einiger Zeit. Ganz kurz hier, das wird liegen. Ah, siehst du, guck mal. Das zählt natürlich jetzt hier nicht, weil ich habe ja, ich war abgelenkt. Von mir selber. Der Vogel ist cool. Helga, die Wikingerin. Bad Mr. Frosty. Gibt es auch einen guten Mr. Frosty? Machen wir gleich mal Continue. Bunker, Helga. Blob, Tiny. Mal, ob man hier irgendwo die Dings sieht, die Moves. Ladies and gentlemen, here are the combatants for this extravaganza. Cassie versus Helga. Time out. Ne, da sieht man keine Moves.
Das ist hier so ein bisschen der Dalsim-Typ, ne? Also mit den langen Beinen. Also ich würde sagen, das Spiel ist sehr slow. Slow, langsam, kann ich natürlich auch direkt sagen. Und der Timer ist normal, ist ja bei Street Fighter oder bei den meisten modernen Fighting Games oben in der Mitte zwischen den beiden Health Bars. Der ist jetzt unten, das heißt, man muss immer nach unten gucken, wenn man sehen will, wie lang, wie weit es ist. Außerdem kann man die beiden Health Bars, die laufen nicht in der Mitte zusammen, sondern beide nach links. Das heißt, ich kann quasi nicht zeitgleich sehen, meine Lebensenergie und die Lebensenergie von meinem Gegner, sondern das eine muss ich. Ist in der Mitte, das andere ist dann links vom Bildschirm. Hat er kein Projektil? Der gefällt mir echt nicht so gut. Ich könnte vielleicht noch eine Anleitung gucken, die aber einfach Kate dabei ist. Ob da irgendwas Cooles drin steht zum Spiel. Von wegen Moves und so. Ansonsten. Ah, ich kann ja auf den Evercade-Button hier drücken, glaube ich. Controls. Ah, das sind nur die Controls. Das ist nicht die. Brutal Punch, Brutal Kick. Ja, das habe ich ja schon rausgefunden. Ich guck mal ganz kurz, wo ich den. Doch, die da. Da steht bestimmt nichts dran. Der ist so dünn. Werbung, Battle Chess. Ja, ich lasse das ruhig mal auf dem Boden. Ich habe mal 270. Es sind keine Moves drin. Keine Moves. Ich glaube, hier die Elvis Presley geil. Das dauert ganz schön lange, bis er seine Musiknote rauskommt. Also die Startup von diesem Move ist ganz schön lang. Oh Mama, dann bleibt da stehen und dann kommt die Musiknote. Oh Mama. Oh Mama. Ah, die trifft aber zweimal, okay. Oh Mama. Oh Mama. Hey,
Und die hat die mit dem Kopf, mit dem Haar durchgeschnitten. Krass. Oh Mama. Das ist ja so ein bisschen das Problem, wenn man ein Fighting Game das erste Mal spielt oder wenig Erfahrung damit hat. Erstmal sind die Moves List, Moves rauszufinden, ob man keine Ahnung schon hat. Da hilft natürlich immer so die Standard-Moves, Vierteldrehung und sowas. Zu machen, die man so von Street Fighter und sowas kennt. Weil viele Fighting Games haben ähnliche Moves. Ladies and gentlemen, here are the combatants for the Extravaganza. Ja. Ichiban Kuei versus Helga. Und das ist ja auch so ein bisschen wie hier wie bei Skullgirls, Theaterstück, ne? War Skullgirls, ne? Aber der springt hier sehr hoch, finde ich. Der Geist, ne? Schon Geist. Komm, ich ganz kurz recht. Okay, hat er auch so einen Teleportier-Modus? Das wäre natürlich geil. Das will Dalsim. Double KO, oh nein. Endlich mal eine Runde gewonnen. Also zwei Runden. Ist ein bisschen slaggy, ne? Ein bisschen langsam das Ganze. Aber. Okay, der hat tatsächlich so einen Move. Wie mache ich den wohl? Dann teleportieren wir, ich will ihn auch können. Warum steht jetzt bei dem K.O. dran? Der ist ja noch nicht K.O. Oh, wie haben wir das gemacht? Ich habe tatsächlich einfach nur irgendwas gedrückt. Das
sehr buttonmasherig. Okay, ich glaube die beiden. Ja. Schlag und Tritt zusammendrücken. Scheiße. Nein, nein, das war knapp, das war knapp, das war knapp. Huh. Interesting, interesting. Komm ich mal weiter, ja. Hey, hier. Bonker, probier mal einen Clown. Ich muss ja mal ein bisschen was durchprobieren, ne? Das Pendel in der Uhr hinten ist auch geil. Funktioniert natürlich überhaupt nicht, aber was denn, ist das jetzt schon Physik? Und der Kopf ist geil. Ich würde ja dieses K.O. interessieren, was das bedeutet, wenn man das über der Stirn hat. Keine Ahnung. Ich mache gerade echt mehr Button als ich sollte eigentlich. Der hat auch so einen Fliegerangriff wie Beißen. Also tatsächlich, die Grafik finde ich jetzt auch nicht so berauschend. Da finde ich, ist Street Fighter 2 besser gealtert. Die sind beide auf dem Super Nintendo erschienen, ne? Also das Spiel hier und auch Street Fighter 2. Ach, ich dachte, der crossed mich. Ach ja. Easy stellen.
habe den noch nie gespielt. Hier, den kleinen habe ich nie gespielt. Okay. Tiny heißt er. Der ist bestimmt riesengroß. Stimmt, so ein Dalsim. Nein, Zangief. Grappler. Ich mag keine Grappler. Ja. Das Double KO passiert hier sehr häufig, also ich hatte das bei Street Fighter nie so häufig. Aber diese Tiere sind lustig. Oder endlich Throw gemacht. Die Helga hat schon mit mir vorhin auch so ein Throw gemacht mit dem Gummifuzzi. Okay, das hätte ich gemacht. Also diese Anordnung der Lebensenergie gefällt mir ganz und gar nicht, dass die beiden nach links laufen. Das ist unübersichtlich. Heftiger, den habe ich hier vorher auch Das war knapp. Ich bin noch den Blob. Da muss die Helga auch noch spielen, ne? Und dann haben wir alle durch. Eigentlich mit den Teffi muss ich eigentlich besiegen, damit ich sehe, was nach diesen drei Leveln kommt.
Na ah, komm, jetzt morgen Helga und dann. Ladies and Gentlemen, here are the combatants for this extravaganza. Helga versus Kathy. Ja, ist natürlich einfach. Das ist ein guter Angriff für dir. Infinity. Na. Oh. Doch kein Infinity. Wieso kommt der denn nicht raus? Aber die kann ich diesen Move nicht die ganze Zeit machen. Eigentlich versuche ich die ganze Zeit diesen Roll-Move zu machen, aber der kommt nicht raus. Shit. Ich nehme die nochmal, die Helga. Oder? Die Helga nochmal. Ladies and Gentlemen, here are the combatants for this extravaganza. Helga versus Kathy. What the hell? Okay, komm, ich will jetzt ein. Nimm mal die Messerfrost nochmal. Here are the combatants for this extravaganza. Bad Mr. Frosty
versus Kathy. Ganz schön ist die Laser in den Buttons. Ich weiß nicht, ob das an der Evercade liegt oder an dem Spiel generell. Ja, aber das gefällt mir nicht. Was ich damit meine ist, ich drücke jetzt mal einen von den Fast Buttons. Machen Chip Damage, okay. Das wird vorher noch nicht gesehen. Okay. Ich glaube, Taffy, das war's hier für mich. Clay Fighter. Ganz lustiges Setup mit diesen lustigen Figürchen, aber ich weiß nicht, ob das hier auf der Evercade, an der Evercade liegt. Oder ob es generell so langsam ist. Und ich muss mir halt mal die Moves angucken irgendwie. Bevor ich hier irgendwie was mache. Aber ich sehe gerade, also ich kann mal ganz kurz zeigen hier. Man kann das Game Speed einstellen. Ich mach den mal auf 8, aber das wird glaube ich nicht so schön. Configuration, okay, das brauchen wir alles nicht. Nur mal ganz kurz gucken, was da jetzt passiert. Wie schnell das jetzt ist. Vielleicht macht das dann ein bisschen mehr Spaß. Ladies and Gentlemen, here are the combatants for this extravaganza. Bad Mr. Frosty versus Helga. Oh ja, das ist auf jeden Fall schon mal. Fühlt sich auf jeden Fall schon mal besser an. Das fühlt sich tatsächlich ein bisschen zu schnell an jetzt hier, aber. Das fühlt sich viel besser an. Wir müssen mal ganz kurz. Also wahrscheinlich ist jetzt diese Geschwindigkeit auch schon ein bisschen zu schnell. Aber. Oh, was war denn das für ein Move? Den habe ich vorher noch gar nicht gesehen. Ich habe keine Ahnung, wie ich die gemacht habe. Jetzt wüsste ich es ja. Anyway, ich wollte beenden und ja, also ich werde mir Clayfighter noch mal ein bisschen weiter angucken, wahrscheinlich die Tage. Vor allem mit der höheren Geschwindigkeit. Das ist ja jetzt tatsächlich ein bisschen sehr viel geiler. Genau. Hört euch meine Podcasts an, folgt mir auf Twitter. Ich wünsche euch einen schönen Abend.